Wir sind am letzten Messetag der Gamescom angekommen. Hinter mir seht ihr die ESL Arena, wo am Mittwoch die finalen Sommermeisterschaften von PlayerUnknown's Battleground, CSGO und LoL und FIFA stattgefunden haben. Und jetzt gerade, ihr hört es schon, läuft die Riot Premier Tour bei League of Legends. Kommen wir zu den Sportspielen. Wie ihr schon sehen könnt, hinter mir FIFA 19, was dieses Jahr unter anderem wieder mit sehr, sehr vielen Neuerungen auf den Markt erscheinen wird. Und die Story-Kampagne wird fortgesetzt. Unter anderem kann man auch jetzt diverse Arcade-Modus spielen, so wie ich das gehört habe. Unter anderem mit Keine-Regeln-Modus. Das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant und mal nach ein bisschen mehr Abwechslung. Unter anderem haben wir natürlich noch Pro Evolution Soccer und Madden NFL, was unter anderem schon für den PC erschienen ist. Wir haben uns in Halle 7 durchgekämpft und sind am Activision-Stand angekommen, wo es unter anderem dieses Jahr natürlich wieder ein neues Call of Duty geben wird. Dieses Jahr aber ein bisschen interessanter, denn der Bank-Mode wird dieses Jahr neu eingeführt, was unter anderem für den E-Sport interessant werden könnte. Und unter anderem haben wir auch Battlefield 5, was dieses Jahr neu angekündigt worden ist und auch demnächst rauskommt. Und neben den 100 verschiedenen PC-Games hier auf der Gamescom haben wir auch Shadowgun Wargames, was so ein Overwatch vielleicht fürs Handy ist, so ein Competitive Arena-Shooter fürs Handy und Arena of Valor, was dem Stile von League of Legends sehr nahe kommt und das alles für den Handheld. Und neben den üblichen Turnieren hier auf der Gamescom von der ESL werden dieses Jahr auch unter anderem zwei sehr interessante E-Sport-Titel vorgestellt. Einmal Death Garden, das erinnert so ein bisschen an den Shooter Evolve, der damals gefloppt ist. Das ist so ein 5-gegen-1-Shooter. Und Breach, mit dem Entwickler haben wir gesprochen in der Kooperation mit der ESL. So the ESL, we love the ESL. They've been really enjoying our game. We have a great relationship with them. And so... Yeah, I mean, that's sort of where it starts, and from there, it's, I'm sure we'll do some events together and stuff like that. I mean, we're partnered together. Again, it's not a focus on a high competitive PvP thing. It's more of a focus of kind of a fun PvP element to it, as well as the co-op elements. So we'll see where it goes, and a lot of it depends on the players and which modes they resonate with them and they like as well. Wir sind jetzt einmal quer durch die Halle gelaufen und am Ende der Gamescom angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einiges Schönes von der Gamescom mitnehmen und mich würde mir jetzt auch interessieren, was euer persönliches Highlight von der Gamescom war. Und damit sage ich Tschüss und bis dann.